Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Pressebriefing der Landesregierung im Rahmen der aktuellen Lage zur Coronavirus-Pandemie mit Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann und Professor Dr. Gerhard Marx, den ich Ihnen mal vorstellen möchte, obwohl ihn viele kennen. Er ist Klinikdirektor für operative Intensivmedizin und Intermediate Care der Universitätsklinik Aachen sowie Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Didi, ich gebe zunächst das Wort dem Herrn Minister Laumann. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Sie das kennen, zunächst einfach mal die Fakten, wie ich das immer gemacht habe. Wir haben zurzeit eine Wocheninzidenz von 58,8 in Nordrhein-Westfalen. Wir haben eine Situation, dass wir beim Impfen, wenn wir die unter 16-jährigen Kinder abziehen, wo ja bis gestern eine sehr differenzierte Haltung der STIKO, was das Impfen von 12- bis 16-jährigen Menschen angeht, Realität war, haben wir rund in Nordrhein-Westfalen 80% der Menschen über 16 Jahre geimpft. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, es sind dann immer noch 3 Millionen über 16-Jährige, die in Nordrhein-Westfalen nicht geimpft sind. Und wenn wir eine Impfquote von 90% anstreben, dann müssen wir noch von diesen 3 Millionen Leute die Hälfte überzeugen, sich in den nächsten Tagen, besser in den nächsten Tagen wie in den nächsten Wochen, letzten Endes impfen zu lassen. Und wie wichtig das ist, dazu wird Professor Marx nachher auch einiges nochmal sagen. Wir haben zurzeit in Nordrhein-Westfalen die Situation, dass wir sehr viel testen. Wir testen im Grunde genommen in der Woche rund 240.000 Menschen. Wir testen an den Freitagen, an den Samstagen rund 100.000 mehr. Da liegen wir dann immer so bei 350.000, 360.000 Testungen. Sie wissen, dass wir das einzigste Bundesland in ganz Deutschland sind, was veranlasst hat, dass nach Urlaub alle Menschen den Arbeitgeber ein negatives Testergebnis vorlegen müssen. Und das gilt bei uns nicht nur für Menschen, die im Ausland Urlaub gemacht haben, sondern für alle, die mehr wie 5 Tage aus den Unternehmen weg sind, sodass wir also schon sagen können, dass wir eine nach wie vor sehr hohe Testquote auch bei den POC-Testen haben. Bei den POC-Testen ist es zurzeit so, dass man etwa sagen kann, dass 0,25% positiv sind. Wir waren da schon tiefer, wir waren schon bei 0,1 vor einigen Wochen. Das heißt also, die Infektionen sind in der Bevölkerung etwas stärker da. Wir haben ungefähr in der Woche 140.000 PCR-Teste. Da ist die Quote der Positiven mittlerweile bei 8,1. Das ist aber auch jetzt nicht erschreckend, weil ja die PCR-Teste sehr oft die Nachfolgeteste von positiven POC-Testen sind, weil in dieser Situation halt der PCR-Test das Entscheidende ist. Die Situation in unseren Krankenhäusern ist so, dass wir zurzeit von den 16.900 Infizierten ganze 665 im Krankenhaus haben, davon 172 auf der Intensivstation, und von den 172 sind wiederum 117 in der Beatmung. Soweit zu den Zahlengerüst, wie ich jetzt seit Beginn der Pandemie es in jeder Pressekonferenz gemacht habe. Also die Gesamtsituation zunächst einmal ist ja auch, dass wir heute, ich habe heute die neue Corona-Schutzverordnung für Nordrhein-Westfalen unterschrieben, die am Freitag in Kraft tritt. Wir tun dieses in einer Zeit, wo auf der einen Seite natürlich die Inzidenzen steigen, aber wir eine doch sehr entspannte Situation nach wie vor in unseren Krankenhäusern haben. Das liegt auch daran, dass wir natürlich den größten Teil der Bevölkerung, das habe ich eben schon ausgeführt, natürlich geimpft sind und nach all dem, was wir bis jetzt wissen, auch dazu wird Professor Maas etwas sagen, natürlich vor schweren Krankheitsverläufen gut geschützt sind. Deswegen ist das Ergebnis der Ministerpräsidentenkonferenz von der letzten Woche eindeutig, dass man der Meinung ist, und die teile ich auch im vollen Umfang, dass wir den impften Menschen, der Staat, keine deutlichen Einschränkungen
und Verhaltensregeln mehr machen kann. Und wir haben dann uns dafür in Deutschland entschieden, und das setzen wir auch in Nordrhein-Westfalen um, dass dieses eben für die Menschen gilt, die geimpft sind, zweimal, dass dieses für die Menschen gilt, die genesen sind, aber dass dieses auch für die Menschen gilt, die einen aktuellen Test haben. Das sind die sogenannten 3Gs, auf die wir uns verständigt haben, und die sind auch Grundlage unserer Corona-Schutzverordnung, die ab Freitag bei uns in Nordrhein-Westfalen gilt. Und deswegen ist das natürlich schon, wenn ich das mal so sagen darf, für mich heute auch ein schöner Tag, weil es natürlich auch eine Zeitenwende in den Verordnungen unseres Landes ist, wo wir vielen Menschen wieder weitestgehend Freiheiten zurückgeben können. Es gibt natürlich Grundregeln, und die erste Grundregelung, für die ich sehr werbe, ist, dass natürlich noch Masken getragen werden müssen. Und da sind die Spielregeln oder die Grundsätze eigentlich ganz einfach. In Innenräumen tragen wir Maske, in den ÖPNV tragen wir Masken. Im Außenbereich werden eigentlich nur noch Masken getragen, wenn es sich um Großveranstaltungen oder um Menschenansammlungen in Warteschlangen handelt. Im Übrigen werden die sogenannten AHA-Regelungen, das sind eine Empfehlung, sie sind in der Corona-Schutzverordnung nochmal in einer Anlage alle aufgeführt. Das hat den großen Vorteil, dass zum Beispiel Veranstalter dann sehr genau auch schauen können, welche Infektionsschutzregelungen bei ihren Veranstaltungen gelten. Bei der Maskenpflicht ist ja zuzufügen, sie gilt auch für Geimpfte in den Bereichen, die ich eben genannt habe. Wahr ist auch, dass es in der Corona-Schutzverordnung keine Regel gibt ohne Ausnahmen. Und deswegen gibt es Ausnahmen zum Beispiel am Arbeitsplatz, wenn nur Geimpfte zusammenkommen. Oder natürlich auch in der Gastronomie, wenn man auf seinem Platz sitzt. Oder bei Kulturveranstaltungen. Und Sie wissen, dass Kinder bis zum Schuleintritt ohnehin keine Testnachweise vorzeigen müssen. Die zweite Grundregel in der neuen Grundverordnung gilt für Veranstaltungen in Innenräumen, bei bestimmten Großveranstaltungen, auch im Freien, so für die Innengastronomie, für körpernahe Dienstleistungen, braucht man eben auch einen Test, um an diese Veranstaltungen teilnehmen zu können. Das heißt also, dass derjenige, der sich bis jetzt nicht hat impfen lassen, sich dann, wenn er am gesellschaftlichen Leben teilnehmen will, auch dann, wenn er in ein Restaurant gehen möchte, immer getestet sein muss. Es gibt dann eine weitere Verschärfung in den Bereichen, wenn Menschen, ich sag's mal ganz einfach, irgendwo hingehen, wo man zum Beispiel zusammen tanzt, in Diskotheken, in Clubs, bei Hochzeiten. Da ist nicht nur der POC-Test vorgeschrieben, sondern in Nordrhein-Westfalen auch der PCR-Test vorgeschrieben. Bei Schülern ist es jetzt so, dass es da relativ einfach ist. Sie wissen, dass die Schüler ja in den Schulen mehrmals in der Woche getestet werden. Und deswegen haben wir hier eine einfache Regel geschaffen, die ja auch schon in der MPK angeklungen ist, dass wir der Schülerausweis im Grunde genommen das Dokument ist, was man nur vorzeigen muss. Dann gilt man eben als getestet, weil ja in den Schulen alle getestet werden. Ich will noch etwas sagen, worüber ja auch oft geredet wird. Was ist jetzt eigentlich die neue Kennzahl? Bislang in den letzten Monaten war ja die Inzidenz immer die Kennzahl, die eine ganz große Rolle gespielt hat, ab wann Dinge sich veränderten, zum Positiven oder zum Negativen. Wir haben noch keine neue Kennzahl. Die gibt es auch in ganz Deutschland nicht. Aber ich will Ihnen sagen, wir haben im Max immer nicht nur auf die Inzidenzen geschaut. Wir haben immer auch auf den R-Wert geschaut, also wie viel steckt jeder, der infiziert ist, an. Wir haben immer geschaut auf die Belegung in unseren Krankenhäusern, insbesondere auf den Intensivstationen. Und das werden wir auch in den nächsten Wochen immer wieder tun, dass wir uns genau die Entwicklung des Infektionsgeschehens bei uns in Nordrhein-Westfalen anschauen und dann eben auch bewerten müssen, hat sich das jetzt bewährt, was wir machen.
oder hat sich das nicht bewährt? Wir müssen auch Erfahrungen sammeln, denn bei den hohen Zahlen, die wir jetzt in der Durchimpfung erreicht haben, ist es eben so, dass man jetzt auch nicht weiß, um es mal ganz platt zu sagen, wie wirken sich bestimmte Inzidenzen auf die Krankheitsverläufe aus, und das müssen wir einfach eine gewisse Zeit auch beobachten. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr gute Gründe davon auszugehen, dass höhere Inzidenzen nicht mehr so viele schlimme Krankheitsverläufe hervorrufen werden, wie wir das im Vorfeld hatten, und deswegen muss man das sehr im Auge behalten, aber vielleicht kriegen wir ja auch bald eine Kennzahl, mit der wir dann auch vielleicht das etwas einfacher in der Öffentlichkeit darstellen können. Auch dazu wird Professor Marx sicherlich gleich etwas sagen können. So, dann ist die Situation so, dass wir seit gestern aus meiner Sicht erfreulicherweise eine klare Positionierung der STIKO haben, was das Impfen von 12- bis 17-jährigen Menschen, Kindern angeht. Sie wissen, dass die vorherige Empfehlung so war: Ja, impfen dann, wenn Vorerkrankungen vorliegen. Ja, impfen dann, wenn Sie in einem Haushalt leben, wo es Menschen gibt, zum Beispiel hochaltrige Großeltern, die von einer Infektion schwer betroffen sein könnten. Aber ansonsten eher Vorsicht. Jetzt sagt die STIKO, man hat mehr Daten und sagt, uneingeschränkt können die Kinder zwischen 12 und 17 Jahren auch geimpft werden. Und natürlich werden wir dieses zum Anlass nehmen, dass wir jetzt auch unsere Zurückhaltung, wir haben das in Nordrhein-Westfalen immer aufgrund der STIKO-Empfehlung gesagt, der Impfstoff ist für 12- bis 16-Jährige zugelassen, es ist nicht verboten, die Kinder impfen zu lassen. Wir haben auch Angebote dafür in den Impfzentren geschaffen, aber haben immer gesagt, ja, aber die Voraussetzung ist, wir brauchen da eine vernünftige individuelle Beratung, ansonsten ist das nicht in Ordnung. Wir werden natürlich jetzt sehr stark dafür, was heißt stark, wir werden dafür werben, dass jetzt auch stärker die 12- bis 17-jährigen Kinder sich impfen lassen, sowohl bei den Kindern selber wie bei den Erziehungsberechtigten, deren Genehmigung man ja für unter 16-Jährige braucht, man ja auch die Genehmigung des Erziehungsberechtigten. Das wird so ablaufen, dass wir dieser Gruppe ein Impfangebot machen werden in unseren Impfzentren, ganz klar, da sollen die jetzt hingehen und sich impfen lassen. Sie brauchen natürlich die Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten, der Eltern. Aber die Eltern müssen bei der Impfung nicht unbedingt dabei sein, um das auch zu sagen. Die schriftliche Bestätigung, dass das Kind sich impfen lassen kann, reicht uns aus. Natürlich können auch die Schülerinnen und Schüler in dem Alter auch sich in den Arztpraxen impfen lassen. Wir haben zurzeit in Nordrhein-Westfalen von den Kindern zwischen 12 und 16 Jahren 27% geimpft. So dass also in dieser Gruppe noch erheblich Luft nach oben ist, und ich glaube auch, dass es für die Frage des Schulstaates und der weiteren Entwicklung der Schule schön wäre, wenn sich jetzt sehr viele Eltern und Kinder dazu entscheiden könnten, sich in der Altersgruppe zwischen 12 und 16 Jahren auch zu impfen, weil erstens das vor Ansteckungen schützt, das natürlich auch dafür sorgen wird, dass Schulen, die sehr groß sind, die Delta-Variante es nicht so einfach hat, und es hilft uns natürlich auch enorm bei der Frage Quarantäne. Es ist ja so, wenn ein Kind sich infiziert, haben wir jetzt geregelt, dass immer das Kind, was daneben sitzt oder davor sitzt oder dahinter sitzt, mit in Quarantäne geht. Wenn sie geimpft sind, ist ja auch diese Frage anders zu bewerten. Und von daher hat das natürlich sehr viel damit zu tun, auch wie wir den Schulstart, will ich jetzt gar nicht sagen, weil wir jetzt ja erst anfangen können, richtig zu werben aufgrund der STIKO-Situation, aber dass es letzten Endes uns auch sehr helfen wird, dass wir hier dann auch Fortschritte erreichen. Und wie gesagt, wir machen das Angebot über die Impfzentren. Schulen können dann auch Termine in Impfzentren organisieren. Das werden wir alles sehr pragmatisch letzten Endes lösen. So, und dann gibt es das Thema Auffrischungsimpfung. Hier ist es so, dass wir wollen, dass diese Auffrischungsimpfungen stattfinden. Es ist zunächst einmal so, dass die Gesundheitsminister, Länder, Bund gesagt haben, wir wollen zunächst einmal den Hochbetrag, das haben wir jetzt mal einfach definiert, mit über 80-Jährigen, diese Impfung anbieten, wenn die Erstimpfung 6 Monate her ist. Wir können unmittelbar damit anfangen. Und diese Menschen sollen sich dann in allererster Linie mit von ihren Hausärzten impfen lassen.
Und das gilt natürlich auch vor allen Dingen für Menschen, die zum Beispiel in Seniorenheimen leben, weil da das Ansteckungsrisiko natürlich noch ein bisschen größer ist, als wenn man in der privaten Wohnung ist. Wir haben mit der Kassenärztlichen Vereinigung darüber eine Vereinbarung gemacht, dass die niedergelassenen Ärzte das in ihren jeweiligen, ja ich sag mal, Dörfern, Stadtteilen, wo sie ihre Patienten haben, das dann auch in den Altenheimen machen. Und dass diejenigen, die zu Hause versorgt werden, auch Pflegebedürftige zu Hause sind ja auch ein paar hunderttausend, dass die selbstverständlich von ihren Hausärzten jetzt auch dann eine Auffrischungsimpfung bekommen. So, die zweite Gruppe ist, dass alle diejenigen, die Erst- und Zweitimpfung mit Astra hatten, dann, wenn die Zweitimpfung 6 Monate her ist, eine Auffrischungsimpfung bekommen sollen mit Moderna oder BioNTech-Impfstoff. Das kann diese Gruppe jetzt machen, indem sie Termine in den Impfzentren bucht. Sie kann es natürlich auch im niedergelassenen Bereich machen. Aber da wollen wir nochmal stark auch die Impfzentren einschalten, dass man für diese Gruppe ein Angebot macht. Das ist gerade bei uns in Nordrhein-Westfalen nicht ganz unwichtig, weil wir haben ja über Ostern 460.000 Leute mit AstraZeneca geimpft, Erstimpfung. Davon haben die allermeisten auch die Zweitimpfung mit AstraZeneca gekriegt, weil da die 12 Wochen um waren, wo noch die Empfehlung war, wo noch nicht die Empfehlung da war mit der Kreuzimpfung. Und deswegen ist das nochmal, finde ich, wichtig, dass diese Gruppe jetzt einfach daran denkt, dass sie den Monat September nochmal nutzt, um sich dann auch sehr unkompliziert in den Impfzentren die Auffrischungsimpfung machen zu lassen. Und die Menschen, die einmal mit Johnson & Johnson geimpft sind, soll ebenfalls das Angebot gemacht werden, dass sie eine weitere Auffrischungsimpfung jetzt in einen ersten Schritt bekommen. So, das ist es, was wir jetzt in dem Thema der Auffrischungsimpfungen haben. Wir werden den Menschen, die in Altenheimen arbeiten, also dem Pflegepersonal, auch dann, wenn man im Altenheim ist, um die Auffrischungsimpfung für die alten Leute zu machen, auch anbieten, wenn sie es möchten, dass auch das Personal eine Auffrischungsimpfung bekommt. Da ist jetzt der medizinische Stand einfach so, dass man sagt, das ist vertretbar, das ist vernünftig. Und das soll dann auch bei der Gelegenheit, weil es dann eben auch ganz praktisch ist, den Menschen, die dort in den Einrichtungen arbeiten, letzten Endes angeboten werden. So, dann muss ich Ihnen jetzt noch etwas sagen, Situation unserer Krankenhäuser. Will ich eigentlich nur eine Zahl nennen, die mich schwer beeindruckt. Von 891 Menschen, die wir uns in den Krankenhäusern näher angeschaut haben, ist es immerhin so, dass von denjenigen, wo der Krankheitsverlauf doch so ist, dass sie im Krankenhaus sein müssen, 87% keine Impfung hatten. Also die Zahl bestätigt eigentlich sehr deutlich, dass ich keinen rationalen Grund kenne, bei aller Mühe, die ich mir da gebe, zu verstehen, warum ein Mensch, der nicht jetzt aus irgendeinem Grund nicht geimpft werden kann, sich nicht impfen lässt. Die Lage ist so eindeutig, dass man nicht nur andere schützt, sondern auch sich selber sehr stark schützt vor schlimme Krankheitsverläufe, wenn man sich einfach dieser Impfung unterzieht. So, bei den Impfzentren sieht es so aus, dass wir die Impfzentren zu Ende des Monats September schließen werden. Wir haben Rahmenverträge gemacht, wie gesagt, mit der KV, dass sie das Impfgeschehen dann auch machen. Und wenn ich sehe, wie stark die niedergelassene Ärzteschaft das gemacht hat, habe ich auch keine Bedenken, dass das klappt. Wir werden aber trotzdem in allen Kreisen und kreisfreien Städten bei den Gesundheitsämtern eine koordinierende Gruppe haben, die wir auch finanzieren werden. Wir haben mal gesagt, pro 100.000 Einwohner eine Planstelle. Und Aufgabe dieser Gruppe wird es sein, erstens natürlich im Auge zu behalten, dass auch diese Auffrischungsimpfungen zum Beispiel in den Altenheimen gemacht werden. In dem Bereich will ich schon wissen, ob alle Altenheime ein Angebot gemacht worden ist. Und das muss einfach einer nachhalten. Und wenn es irgendwo nicht klappt, werden die sich auch darum kümmern, dass es klappt. Der zweite Punkt ist, wir wollen mit diesen Koordinierungsgruppen natürlich auch die Möglichkeit haben, sollte eine Situation eintreten, dass wir größere Bevölkerungsgruppen schneller impfen müssen, was man ja in einer Pandemie auch nicht ausschließen kann, durch Mutationen und Ähnliches, dass wir in der Lage sind, das darüber zu organisieren.
Aber wir brauchen nicht mehr diese großen Impfzentren einmal im Kreis, sondern wir sagen dann soll das Impfangebot über diese Kolonieneinheiten dezentral organisiert werden, zum Beispiel in Schulhallen, in Turnhallen, in Dorfgemeinschaftshäusern, in Pfarrheimen, um dann eben ein ortsnahes Impfangebot zu machen. Die Ärzte, die in den Impfzentren geimpft haben, waren im Übrigen alles niedergelassene Ärzte oder fast alles niedergelassene Ärzte und Ärztinnen unterschiedlichster Fachbereiche. Auch alle Fachbereiche haben sich daran beteiligt, soweit sie dazu Zeit hatten und das machen wollen. Und so wird es dann auch wieder sein. Sie müssen das einfach so sehen. Warum sind Impfzentren entstanden damals? Im November, Dezember letzten Jahres. Weil wir eine Zulassung, einen Bargpatienten von BioNTech hatten, der an den Transport und die Lagerung dieses Impfstoffes ganz, ganz hohe Ansprüche gestellt hat. 70 Grad minus, in aufgetautem Zustand, kaum noch bewegbar, darf gar nicht im Auto transportiert werden, darf nur noch von Hand transportiert werden. Das hat sich mittlerweile alles geändert. Mittlerweile ist der BioNTech-Impfstoff auch in den Kühlschränken der Arztpraxen und kann da viele Tage aufbewahrt werden. Ich glaube, wenn wir gewusst hätten, dass BioNTech so problemlos geht, hätte man wahrscheinlich diese Struktur gar nicht so geschaffen. Aber jetzt ist es eben so, es war damals so. Und jetzt haben wir die Erfahrung gesammelt. Und deswegen, glaube ich, braucht man diese großen dezentralen Hallen nicht mehr, um das zu machen. Und ich will das hier auch sagen, die Impfzentren kosten uns jeden Monat 91 Millionen Euro. Das ist auch ein Wort, wo man natürlich auch drüber nachdenkt, dass man auch so eine Struktur nicht einfach mit so viel Geld beistellen kann für alle Fälle. Und ich glaube auch, dass die Menschen, wenn wir in die Situation eintritt, dass wir es wirklich über die dezentralen Strukturen eben in den Dörfern, in den Stadtteilen, in diesen öffentlichen Gebäuden Impfangebote zu machen, dass wir das dann auch sehr zügig und sehr schnell organisiert kriegen. So, das sind die Dinge, die ich heute Morgen hier anschneiden möchte. Ich freue mich dann nachher auf Nachfragen. Und jetzt hat Professor Marx, denke ich, das Wort. Genau, herzlichen Dank, Herr Minister. Nun haben Sie, Professor Marx, das Wort. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister Laumann, vielen Dank für Ihre Einladung als Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI, gebe ich Ihnen gerne eine aktuelle Einschätzung zur Lage auf den Intensivstationen in Deutschland. Die gute Nachricht ist, auch Mediziner und Wissenschaftler wissen heute sehr viel mehr über das neuartige Coronavirus und den Möglichkeiten zur Behandlung. Auch wenn die derzeit überwiegende Delta-Variante höchst ansteckend ist, müssen vollständig geimpfte Personen nur noch in wenigen seltenen Fällen auf einer Intensivstation behandelt werden. Die überwiegende Mehrheit der geimpften Menschen hat im Falle einer Corona-Ansteckung einen milden Verlauf. Also nochmal, wer vollständig geimpft ist, ist vor schweren Verläufen wirksam geschützt. Vielleicht ein kleines Beispiel hier aus NRW. Wir haben ja seit März letzten Jahres die Vorstufe des virtuellen Krankenhauses NRW auch am Start, um gemeinsam Covid-19-Patienten aus den Zentren in Aachen und Münster mit den Kolleginnen und Kollegen im Land zu versorgen. Und keiner der bisherigen Intensivpatienten, auch wenn es natürlich jetzt erst in den letzten Monaten tatsächlich möglich gewesen wäre, den wir behandelt haben, das sind jetzt mittlerweile fast 450 Patienten, war erkrankt, obwohl er vollständig geimpft ist. Viele Covid-19-Fälle auf den Intensivstationen sind auch noch Patienten aus der dritten Welle, die wir ja viele Wochen und gar Monate behandeln müssen, weil es eben so schwerkranke, komplexe Patienten sind, respektive komplexe Verläufe, die eben einen langen Zeitraum behandelt werden müssen. Rund ein Viertel der Patienten im Moment ist zwischen 60 und 69 Jahre alt, 22% der Covid-Patienten sind zwischen 50 und 59 Jahre, mittlerweile 15% zwischen 40 und 49 Jahre. Um es nochmal zusammenzufassen, bundesweit ist mehr als jeder vierte Intensivpatient, also genau genommen 27,4% im Alter unter 50 Jahren. Und das entspricht auch etwa oder korreliert sehr gut mit den Daten aus dem IG-NRW-Register. 28,9% hier sind im Alter bis 50 Jahre.
Mittlerweile, jetzt Anfang diesen Monats oder in den letzten 2 Wochen, benötigen wir wieder deutlich mehr Intensivbetten für Corona-Patienten. Insgesamt ist die Lage noch sehr gut im Griff. Es werden 3% der Intensivkapazitäten in Deutschland etwa für Covid-19-Patienten benötigt. Das heißt, in Zahlen bundesweit 548 Menschen, Stand gestern Mittag, intensivmedizinisch behandelt. Aber heute vor einem Jahr hat das Divi-Intensivregister 226 Fälle registriert, also weniger als die Hälfte. So ähnlich sieht die Situation auch in Nordrhein-Westfalen aus. Wie der Minister bereits ausgeführt hat, aktuell befinden sich 172 Personen hier in NRW mit Covid-19 in intensivmedizinischer Behandlung. Und heute vor einem Jahr hat das Divi-Intensivregister für NRW 82 Fälle erfasst. Wir liegen also jetzt schon über den Vorjahreszahlen und die Tendenz ist steigend. Lassen Sie mich kurz auf die 7-Tage-Inzidenz hier in NRW eingehen. Es ist sehr interessant, dass die 15- bis 19-Jährigen eine 7-Tage-Inzidenz von 124 aufweisen und die 20- bis 24-Jährigen immer noch eine von 121,6. Das sinkt dann langsam, 25 bis 29 Jahre mit 94,2. Aber auch noch die 40 bis 44-Jährigen haben eine 7-Tage-Inzidenz von 80,7. Und dann geht es langsam runter und zum Beispiel die 50 bis 54-Jährigen nur noch 35,9, die über 60-Jährigen 18,3. Also Sie sehen hier schon eine deutliche Altersverschiebung der Corona-Infektion, mit der wir im Moment konfrontiert sind. Das heißt ganz klar, wer sich impfen lässt, schützt sich selbst vor einem schweren Corona-Verlauf der Corona-Infektion, der schützt sein Umfeld und er sorgt auch dafür, dass der Bedarf an Intensivbetten für Covid-19-Patienten möglichst gering bleibt. Und die Quote der vollständig geimpften Personen liegt in NRW zum Beispiel bei 59,6%. Das ist gut, aber um einen deutlichen Anstieg der intensivpflichtigen Corona-Patienten jetzt im Herbst und Winter, weil wir rechnen natürlich mit einem weiter ansteigenden saisonalen Effekt, zu verhindern, müssen sich in den kommenden Wochen noch deutlich mehr Menschen impfen lassen. Wir dürfen auch nicht vergessen, allein in NRW sind mehr als 17.300 Menschen an dem Coronavirus gestorben. Das sind viele tausend schwere Schicksale, betroffene Familien, auch Mitarbeiter der eigenen Klinik in Aachen sind diese Schicksale natürlich sehr, sehr nahe gegangen. Deswegen unser Appell, bitte lassen Sie sich impfen. Noch ein Wort zur Bedeutung einzelner Messwerte. Die Divi hat die Beschlüsse der MPK sehr begrüßt und auch insbesondere begrüßt, dass hier kein Schnellschuss getan worden ist, weil natürlich die Forderung vorhanden war. Die 7-Tage-Inzidenz hat an alleiniger Bedeutung verloren, ist aber immer noch wichtig und wir brauchen einen neuen Vorhersagewert, einen neuen Prädiktor. Die Lage ist allerdings sehr komplex und deswegen ist es wichtig, sich das jetzt genau anzuschauen und diese Prädiktoren zu analysieren und dann zur Verfügung zu haben. Das heißt im Moment, neben der 7-Tage-Inzidenz, der R-Wert, die Zahlen der Krankenhausaufnahmen, die Neuaufnahmen auf die Intensivstation und die insgesamte Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Fällen sind zentrale Faktoren. Diese Zahlen haben wir, diese haben wir auch schon in der ganzen Pandemie immer berücksichtigt. Unsere Experten und ich glaube auch andere Institutionen sind gerade dabei, diese hochkomplexen Situationen und Zahlenverläufe zu analysieren, um einen möglichst einfachen Prädiktor der Bevölkerung zur Verfügung stellen zu können. Zusammen mit der Impfquote ergibt sich also ein ziemlich komplexes Bild, aber ich gehe davon aus, dass wir bald mehr Faktoren, eben mehr Prädiktoren haben, um entsprechend auch Möglichkeiten zur Planung der medizinischen Behandlung zur Verfügung zu haben. Wir sollten nicht vergessen, wir befinden uns immer noch in einer Pandemie und wir sind noch nicht über dem Berg. Die Häufigkeit der Erkrankungen, die Zahl der schweren Verläufe, die daraus resultierende Sterberate können nur reduziert werden, wenn sich noch mehr Menschen durch eine vollständige Impfung schützen. Wir haben es also alle selbst in der Hand, die vierte Welle klein zu halten. Wir haben es selbst in der Hand, die Pandemie schnellstmöglich und gemeinsam zu bewältigen. Zusammengefasst können wir es so auf den Punkt bringen. Die überwiegende Anzahl
der hospitalisierten Patienten sind nicht vollständig geimpft. Die Zahl der Infektionen steigt. Immer noch werden 6% der infizierten Patienten hospitalisiert, benötigen also einen Krankenhausaufenthalt. Es ist also nicht so, dass die Delta-Variante hier keine Hospitalisierung, keine schweren Verläufe induziert. Lassen Sie sich jetzt impfen, das schützt wirksam vor schweren Verläufen. Die Impfquoten in NRW, in unserem Land, aber auch bundesweit müssen noch deutlich gesteigert werden. Und wie der Minister bereits ausgeführt hat, das Tragen von Masken und nach wie vor die AHA-Regelbeachtung sind wichtig, um sich selbst zu schützen und andere genauso. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Marth, auch Ihnen für die Ausführungen. Jetzt haben wir die Gelegenheit für Fragen. Es sind, darauf weise ich hin, vorab auch zahlreiche per Mail angegangen, von denen einige vermutlich auch schon durch die zwischenzeitlich versandte Pressemitteilung beeutantwortet sein dürften. Deswegen bitte ich um Verständnis, dass wir ein bisschen sortieren hier. Wir fangen an mit einer Frage von Matthias Korfmann, Funke Mediengruppe. Ja, Herr Laumann, ich hätte zwei Fragen an Sie. Einmal zur STIKO-Empfehlung. Wir haben ja Sie haben ja gesagt, dass die Impfzentren, dass da sozusagen die Fäden zusammenlaufen sollen bei der Impfung von 12- bis 17-Jährigen. Und Sie sagten, dass Schulen dort Termine buchen können. Jetzt wurde aber verschiedentlich auch die Forderung geäußert, mobile Impfteams in die Schulen zu schicken. Ist das sozusagen Teil dessen, was Sie da anbieten wollen? Oder laufen die Fäden dann wirklich nur im Impfzentrum zusammen? Nicht nur. Also es ist so, dass wir haben ja nun, also wenn man jetzt sagen würde, als Gesundheitsminister oder auch als Schulminister, wir können in allen Schulen ein mobiles Impfangebot machen, dafür haben wir zu viele Schulen. So, ich will das nicht ausschließen. Überhaupt nicht schließe ich aus. Aber es ist natürlich schon vernünftig, dass, soweit es sinnvoll ist, pragmatisch ist, in den Impfzentren zu machen. Ich gehe auch davon aus, dass sehr viele sich auch in den niedergelassenen Bereich impfen lassen werden. Hausarzt ihres Vertrauens, Kinderarzt ihres Vertrauens letzten Endes impfen werden. So dass ich glaube, dass alle, die sich impfen lassen wollen, einen unkomplizierten Zugang zum Impfen haben werden. Einen völlig unkomplizierten Zugang. Was schön wäre, wäre, und das wird ja auch so kommen, weil das Themen, die Menschen interessieren, werden immer auch Bestandteil von Schule sein. Ich glaube, dass wenn jetzt die Schule Mittwoch wieder anfängt, morgen, dass dann schlicht und ergreifend das Thema, lässt du dich impfen, wie gehst du damit um? Es wird auch in den Klassen eine Rolle spielen. Und das ist auch gut so, dass man einfach darüber redet und dann wird, glaube ich, sich das Blatt, was das Impfen der 12- bis 16-Jährigen angeht, hier Gewaltiges in den Zahlen tun. Wir haben zurzeit in Nordrhein-Westfalen am Tag noch so zwischen 20.000 und 25.000 Erstimpfungen. Das muss höher werden. Das muss ich ganz klar sagen. Also ich habe ja eben mal gesagt, 1,5 Millionen müssen wir unbedingt noch impfen. Das wäre sehr schön, wenn wir das erreichen könnten. Wenn wir jeden Tag nur 25.000 impfen, brauchen wir dafür 75 Tage. Das ist mir zu lang. Also wir müssen schon sehen, dass wir die Menschen motivieren, sich impfen zu lassen. Es war noch nie so einfach, sich unkompliziert impfen zu lassen wie jetzt. Jede Hausarztpraxis hat Impfstoff da. Jeder Impfzentrum kann man hingehen, ohne einen Termin zu haben. In den meisten ist man nach 20 Minuten wieder draußen und hat seine Impfung bekommen. Also eigentlich gegenüber früher, wo ich viel erklären musste, warum sie nicht geimpft werden können, ein paradiesischer Zustand. Eine Nachfrage zu dem Komplex. Ja, zum Thema Impfen, also wenn Sie raten, dass Auffrischungsimpfungen stattfinden sollen, zum Beispiel für die, die zweimal mit AstraZeneca geimpft wurden. Was ist denn, wenn die das nicht wahrnehmen? Gelten die dann weiterhin als vollständig geimpft? Oder ist sozusagen diese Auffrischung irgendwann mal Pflicht, um diesen Impfstatus zu bekommen, vollständig geimpft? Also bis jetzt ist ja natürlich immer die Impfung Pflicht, dann ist auch die Auffrischungsimpfung keine Pflicht. Auszuweisen sozusagen als vollständig Geimpfter. Also das hat jetzt doch keine Auswirkung auf die Frage, ob man zweimal geimpft ist oder nicht. Darauf hat es keine Auswirkung in der Corona-Schutzverordnung. Wer den Impfausweis so hat, dass er zweimal geimpft ist, gilt als geimpft. Dann bleiben wir gerade beim Komplex Impfen, weiterer Fortgang der Impfkampagne und dann kommt eine Frage von Dr. Antje Höning von der Rheinischen Post, Herr Minister. Ab wann können die Astra- und Johnson & Johnson Geimpfte die Termine in den Impfzentren machen? Gilt das ab jetzt. Sofort? Ab sofort, gut. Und ebenfalls von Frau Dr. Höning die Frage, können Sie sich langfristig vorstellen, den Besuch von Schule oder Klassenfahrten für U12-Kinder an Impfungen zu binden? Nein. So, dann zum Ich glaube, dass wir dann eben das Testen haben. Mhm.
Und Sie müssen einsehen, der Zugang zu Bildung ist ein Grundrecht. Und ich glaube nicht, dass man die Teilhabe an Bildung, das ist doch mal eine andere Sache, als wenn du sagst, Teilhabe an Disco. Und deswegen ist diese Teilhabe an Bildung, so sagen wir unsere Rechtsgelehrten im Ministerium, ist schon ein sehr hohes Gut in der Wertekanon unserer Verfassung. Von daher habe ich das jetzt so eindeutig beantwortet, wie ich das getan habe. Zum Komplex Impfen fragt Achim Kämmerer von Anzeiger 24. Herr Minister, Sie sagten, eine Auffrischungsimpfung werde für Menschen Ü80 nach 6 Monaten angeboten. Wann wird eine Auffrischung für die jüngeren Gruppen angeboten, haben Sie empfohlen, angeboten? Das hatten Sie ja vorhin erwähnt. Ja, da ist noch nichts entschieden. Also, wir haben jetzt ja eine Entscheidung getroffen, dass wir den Menschen, die in Altenheimen arbeiten zum Beispiel, dann, wenn wir mit den mobilen Teams in den Altenheimen sind, auch den Beschäftigten eine Auffrischungsimpfung anbieten. Wann sich andere Auffrischungsimpfungen anstehen, vielleicht können Sie noch etwas dazu sagen als Arzt, aber darüber gibt es zurzeit keine medizinische Aussage, ob das für Jüngere überhaupt wann, nach wie vielen Monaten vernünftig ist. Ja, also hier gilt es noch, die Daten aus In- und Ausland entsprechend zu analysieren, um hier wirklich auch zu validen Empfehlungen zu kommen. Es ist sicherlich anzunehmen, dass wir im Verlauf auch natürlich bei den unter 80-Jährigen entsprechend eine Auffrischungsimpfung durchführen werden, ähnlich wie es ja auch bei anderen Viruserkrankungen und Impfungen ist, zum Beispiel eben bei der Influenza A. Dann eine Frage. Was weiß man da aktuell eigentlich? Nun, man weiß, dass die Kreuzimpfungen sehr effektiv waren. Also wenn man das zweite Mal mit mRNA-Impfstoff entsprechend geimpft worden ist. Aber alles Weitere ist eben noch, sind keine Zahlen vorhanden, um weitere Aussagen treffen zu können. Okay, dann gehen wir so ein bisschen über zu den anderen Komplexen. Und zwar gibt es da eine Frage auch an Professor Marx, und zwar von Maximilian Plück von der Rheinischen Post. Herr Professor Marx, ab welchem Punkt Wert müsste man aus intensivmedizinischer Sicht mit härteren Gegenmaßnahmen gegensteuern? Nun, die beste Gegenmaßnahme, die wir in der Hand haben, haben wir, glaube ich, schon hier in dieser Pressekonferenz sehr häufig betont. Das ist und bleibt die vollständige Impfung und nachfolgend Beachtung der AAA-Regeln und Tragen der Maske in den Innenräumen, um eben jetzt hier in den kommenden Wochen und Monaten mit den saisonalen Effekten von Herbst und Winter eine möglichst geringe Anzahl von positiv getesteten Corona-Patienten zu haben, respektive eben auch eine geringe Zahl an Hospitalisierten und sogar Patienten mit schweren Verläufen und Intensivpflichtigkeit. Also das ist wirklich auf der einen Seite die Impfung, auf der anderen Seite das Verhalten im Alltag. Wenn wir hier weiter vernünftig und vorsichtig agieren, aber natürlich auf der anderen Seite gerade als vollständig Geimpfter und Genesener oder eben negativ Getesteter auch mit den entsprechenden Rechten, gehe ich davon aus, dass wir insgesamt hier einen besseren Herbst, einen besseren Winter, ein besseres Frühjahr vor uns haben, als wir das letztes Jahr erleben mussten. Dann zum Thema Testpflicht gibt es eine Frage an den Minister Laumann vom WDR, Herr Arne Hill. Herr Minister, für welche Bereiche besteht keine Testpflicht für Ungeimpfte, wenn die Landes- und die Vorortinzidenz unter 35 liegt? Herr Lessmann, da müssen Sie mir helfen. Wo die Testpflicht über 35 gilt, gilt sie dann nicht mehr. Nur bei Besuchern in Pflegeheimen, Krankenhäusern, ähnlichen Einrichtungen, die vulnerable Gruppen haben, da gilt unabhängig von der Inzidenz, also auch unter 35, die Testpflicht. Ansonsten greift die 3G-Regel erst über 35. No, dann gibt es eine Frage von ebenfalls Herrn Kämmerer von Anzeiger 24 zum Thema Quarantäne und Kontaktpersonen. Herr Minister, geimpfte Menschen haben einen milden Krankheitsverlauf, können aber trotzdem
ansteckend sein. Bedeutet das, wenn eine infizierte Person eine Kontaktperson angibt, die vollständig geimpft oder genesen ist, muss diese dann geimpfte oder genesene Kontaktperson dann auch einen PCR-Test machen und gegebenenfalls in Quarantäne gehen? Können Sie da noch? Lessmann? Da kann ich jetzt gerade auch nichts sagen. Muss ich mir noch liefern wir nach, Herr Kamera. Genau. Dann kommt eine Frage von an den Minister Laumann, von Herrn Plück von der Rheinischen Post. Der Ministerpräsident hat einen erneuten Lockdown für die Zukunft klar ausgeschlossen. Teilen Sie diese Einschätzung? Ja, ich teile sie deswegen, weil ich glaube, dass wir einen Lockdown, wie wir den jetzt durch die Bundesbremse ja noch vor wenigen Wochen erlebt haben, sich für geimpfte Personen, solange die Mutante sich so verhält, wie sie sich jetzt verhält, dass die Krankheitsverläufe sehr flach sind oder gar nicht stattfinden, sich nicht in der Güterabwägung in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen lassen. So, und wir haben ganz einfach, ja, ist das Ergebnis der MPK-Konferenz ja ganz eindeutig. Wir machen die Freiheiten für immunisierte Menschen. Und dann hat man hinzugefügt, für diejenigen, die noch nicht geimpft sind, machen wir die Testregelung, um ihnen eine Teilhabe zu ermöglichen. Weil ja auch richtig ist, wir haben jetzt immer noch einen Teil von Menschen, die können zum jetzigen Zeitpunkt nicht zweimal geimpft sein. Weil wir denen ja vorher gesagt haben, ihr könnt auch nicht impfen lassen, zu jung, kein Impfstoff da. Deswegen ist es ja auch ganz vernünftig, die Frage der Kostenbeteiligung an Teste auf den Mitte Oktober zu schieben, weil jeder bis dahin die Möglichkeit hat, aufgrund unserer Impfstoffversorgungslage zweimal geimpft zu sein. Und von daher ist das in sich alles ziemlich schlüssig, finde ich, was in dieser Frage beschlossen worden ist. Ja, direkt anschließend daran fragt Herr Plück, wird die Politik bei der Preisgestaltung für die Testung mitreden oder überlassen Sie dies dem Markt? Ich würde das erstmal dem Markt überlassen. So, dann haben wir eine Frage von Maria Niemann vom Tagesspiegel aus Berlin. Herr Minister, zählen Geimpfte bei Sportveranstaltungen weiterhin nicht mit? Ist so, ne? So, genau, Geimpfte sind da weiter ausgenommen. Dann gibt es eine Frage an den Minister, aber ich kann mir vielleicht vorstellen, dass Herr Professor Marx auch ergänzen kann. Vom Kölner Stadtanzeiger Gerhard Vogt fragt da, über welche Informationen verfügt das Max zur Verbreitung der Lambda-Variante in Nordrhein-Westfalen und helfen die bisherigen Impfungen gegen diese Mutation? Haben Sie da Erkenntnisse? Also da habe ich keine dezidierten Fakten zur Hand. Meines Wissens sind es wirklich absolute Einzelfälle, wo Lambda im Moment nachgewiesen wird. Fast ausschließlich weisen wir im Moment die Delta-Variante nach bei den positiv getesteten Personen. Dann würde ich jetzt noch eine weitere Frage aufrufen, bevor ich dann hier im Saal nochmal in die Runde schaue, und zwar auch von Herrn Plück. Der fragt den Herrn Minister, Bayerns Ministerpräsident Söder, habe gesagt, 2G werde perspektivisch kommen. Wie ist da Ihre Meinung? Wir haben jetzt erstmal die Regelung, die wir jetzt haben, und finde, die ist auch zum jetzigen Zeitpunkt vertretbar. Okay, dann schaue ich hier mal in den Saal. Viele Fragen, wie gesagt, sind durch die Pressemitteilung sicherlich direkt beantwortet. Wenn es hier keine weiteren Fragen mehr gibt, dann danke ich sehr für Ihr Interesse. Herr Minister, Herr Professor Marx, danke für Ihr Kommen. Alles Gute. Danke Ihnen. So, dann müssen wir mal gucken, was wir an U-Tönen machen müssen. Gold haben. Gleiche Stelle.